So, nachdem ich den letzten Wing Commander, die letzte Wing Commander Actionfigur ausgepackt habe, habe ich mir gedacht, packe ich einfach noch eine aus. Ich habe hier noch so einen Kilrathi-General, den habe ich auch noch doppelt. Der sieht auch ziemlich nice aus. Ich werde euch den jetzt einfach mal ausgepackt zeigen. Wie im letzten Video schon gesagt, ich habe die Figuren vor Jahren mal gekauft, vielleicht, na eher vor Jahrzehnten. So, das war auf jeden Fall die Karte. Hier haben wir den Kilrathi-General. Dann hat er hier gerade, will die Figur auch stehen? Okay. Okay. Sind die nicht zum Stehen geeignet? Na, na. Dann hat er hier noch so ein komisches Röckchen, was hier rumkommt, glaube ich. Oh, ist es abgebrochen? Nee, nee, ist es nicht so. Sieht ganz geil aus, die Figur. Was macht man denn mit dieser Waffe? Es ist schon so Ewigkeiten her, dass ich den Film geguckt habe, aber ich glaube, die steckt man einfach über seine Hand hier so rüber. So, hat er auch seine Waffe in der Hand. Ja, das war wieder ein kurzes Video von einem kleinen Figuren-Unboxing. Upsala. Ich glaube, die gibt es sogar noch bei Kleinanzeigen, sei schon bei eBay zu kaufen. Oder, jetzt hat er wieder sein komisches Röckchen verloren. Bei eBay oder bei Amazon. Ich werde es mal raussuchen, werde es verlinken. Die Figuren sind eigentlich ganz nice. Haben jetzt nicht den Mega-Wertzuwachs, muss ich sagen. Aber ist mir eigentlich egal. Die habe ich halt nur als Deko bei mir an der Wand hängen. Ich werde auch noch ein kleines Video darüber machen, was ich so für Actionfiguren an meiner Wand hängen habe. Vielleicht hat ja irgendwer Bock und möchte, dass ich irgendeine andere Figur auspacke. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann. Ciao.